Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich die Kaffeetassenform von Modes & Shapes verwenden und ich möchte eine Kaffeetasse machen in der Tablettform und mit einem Crackle-Effekt. Und das Ganze soll in Silbergrau entstehen. Also schauen wir mal, ich mische mir jetzt erstmal meine erste Farbe zurecht und das ist das Weiß. Dann nehme ich die Pigmentpaste, die weiße Angel White von The Res. Das habe ich ja von der Laura von Laura's Art Corner bekommen. Ja, einmal gut durchgemengt. Ich mische das etwas opaker, als ich die Blumen mischen würde. Also es ist schon ja, mehr opak. Also ihr wisst, was ich meine. So, und dann mische ich mir das Baby's Breath, das ist ein Mica von der Laura. Das gibt so einen richtig schönen, ich sage mal auf Englisch, einen Puffy-Effekt. Also das sieht so ein bisschen marshmallowhaft aus, wenn man das so darunter mischt. Und das gefällt mir immer sehr gut. Und das soll dann praktisch mein Milchschaum werden an der Tasse. So, und jetzt mische ich mir meine Farben für den Crackle-Effekt. Und das erste ist das Anthrazit, das ist ein Mica von der Petra Jungblut. Ja, ich verteile mir das ganz gut. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass ich euch wieder zeige, wie ich meine Farben mische. Viele Leute wollen das gerne sehen, um ein bisschen Gefühl zu bekommen. Meine zweite Farbe ist dann das Quicksilver. Das ist auch ein Mica von der Petra Jungblut. Misch mir das auch gut durch. Das Harz, was ich verwende, ist das Ultracast Harz von Stefanie Etter. Das ist sehr, sehr gut geeignet für Crackle-Effekt, Web-Effekt. Also ganz, ganz toll. Ich benutze es auch für die Blumen. Gelingt mir meistens auch ganz gut mit dem Ultracast. So, und jetzt meine nächste Farbe, dann nehme ich dann die schwarze Pigmentpaste, Resin Tint Max, die habe ich auch von der Stefanie Etter bezogen und die mische ich mir nicht ganz so opak, einfach so, dass man noch so ein bisschen durchschauen kann. Und meine letzte Farbe ist dann wieder dies Baby Breath. Ohne Pigmentpaste, einfach nur diese Farbe oder dieses Weiß. Und das menge ich wirklich richtig gut durch. Ihr seht, es ist noch sehr puderig. Und schaut mal den Schimmer. Doch, gefällt mir sehr gut. Und das sind praktisch meine Farben für meinen Guss. Übrigens, ich verlinke auch Laura's Art Corner in meiner Beschreibungsbox. Für alle, die sich interessieren, textet vorher Laura einmal an. Ich habe ihre E-Mail-Adresse auch in meiner Beschreibungsbox. Und dann kann sie euch auch gut Auskünfte geben, wie es so ist, auch mit den Zoll. Und ja, da bekommt ihr alle möglichen Informationen von ihr direkt. So, jetzt gebe ich mein Harz in die Form, bedecke einfach so den Boden. Für mich ist das immer so die beste Art und Weise, Effekte zu erzielen. Ich arbeite mal gerne mit sehr viel klarem Harz. Jetzt nehme ich mir meinen Heißluftföhn und mache mir die Bläschen kaputt, die da noch an der Oberfläche sind. Hier pulle ich noch ein paar Bläschen raus, die sich an der Oberfläche der Form noch festgehalten haben. Einmal kurz mit dem Feuerzeug drüber oder den kleinen Bunsenbrenner. Und dann geht es auch schon los mit meinem Weiß. Ja, ich habe hier gerade ein bisschen Probleme mit dem Voice-Over, weil unser Kater hat so überlegt, mir seinen Schwanz ins Gesicht zu schlagen. Bagheera, Bagheera. So, ich gieße jetzt mein Weiß, Entschuldigung bitte, am Rand entlang, sodass ich da so meinen Milchschaum habe.
Das Ganze lasse ich dann auch so stehen und dann fange ich auch schon mit meinem Crackle-Effekt an. Und ich wechsle jetzt immer wieder ab. Schwarz, gehe in ein Puddle-Pour, also alles übereinander gegossen. Auf das Schwarz kommt das Silber. Gieße von relativ hoher, weitem Abstand, damit sich das Ganze schön verteilen kann, auch so ein bisschen in das klare Harz reindrückt. Meine dritte Farbe ist jetzt das Baby's Breath. Und die vierte Farbe dann das Anthrazit. Den Vorgang wiederhole ich dann praktisch nochmal. Genau die gleichen Farben, wieder Schwarz, Silber, das Weiße und das Anthrazit. So, und dann nehme ich mir jetzt mein klares Harz, gieße einmal auf und dann wiederhole ich das Ganze wieder zweimal. Einfach um nochmal zu sehen, ob da in der Mitte nochmal was anderes passiert, dass man dann sieht, ein Crackle-Effekt und dann im nächsten Ring ein bisschen anderer Crackle-Effekt. Einfach ausprobieren. Jetzt gieße ich mir auch noch mal eben in den Henkel einmal das Schwarz und dann mit meinem Baby's Breath mit dem Weiß darüber. Und jetzt nehme ich mir auch noch mal das Weiß oben für meinen Mehlschaum. Ja, und dann überlege ich, ziehe ich da jetzt am Mischschaum das Weiß runter, aber ich gieße halt meine zweite Reihe fertig mit dem Crackle-Effekt. Dann gieße ich mir wieder ein bisschen klares Harz in die Mitte. Und ich wiederhole das Ganze noch einmal. Ja, ich liebe halt mit Effekten zu arbeiten. Das gefällt mir immer unheimlich gut. Und die Farbkombination und was man machen kann, ist unendlich. Es macht einfach Riesenspaß. Ihr müsst das einfach ausprobieren. Also wer den Crackle-Effekt noch nicht so geschafft hat, richtige Harz und dann einfach loslegen. Klares Harz unten drunter als Basis und bei mir funktioniert das in der Regel immer. So, jetzt ziehe ich mir doch nochmal das Weiß runter und da fällt mir so auf, dass das Weiß doch relativ leicht ist. Und meine anderen Farben, die sind schwerer. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich das Weiß so unter dem, meinen Silber-Anthrazit-Mix, sage ich jetzt mal, unter den Crackle-Effekt zieht. Naja, das ist jetzt auf jeden Fall der nächste Tag. Ich muss da auch ein bisschen vorsichtig sein am Henkel. Ich kann in Formen, die Tablettform ist noch ein bisschen weich, aber schaut mal. Der Crackle-Effekt ist richtig toll geworden, aber er ist rund, natürlich, wie ich gegossen habe. Was ich gemacht habe, das habe ich jetzt aber nicht gefilmt, weil ich denke, das können andere besser mit den Plotter arbeiten, Sticker ausdrucken, aufkleben. Ich habe mir einen Namen ausgedruckt, weil das wird, das geht weg. Und ich habe dann noch das Wort Kaffee ausgedruckt und Kaffeeboden und habe so ein bisschen das
ja, verkleidet, dass man nicht so sieht, dass das ganz so rund geworden ist mit dem Crackle-Effekt. Und jetzt gebe ich halt mein klares Harz noch darüber, mache meinen Top-Layer. Ist nicht ganz so meine Stärke, muss ich wirklich zugeben. Aber im Endeffekt war ich dann hinterher auch mit dem Endergebnis zufrieden. Den Top-Layer mache ich auch mit dem Ultracast. Ich habe auch die Seiten angemalt mit einem anthrazitfarbenen Stift. Den habe ich von Colourberry. Und ich habe gedacht, das sieht ganz gut aus. Jetzt gehe ich nochmal eben mit dem Heißluftföhn drüber. Und dann könnt ihr auch das Endergebnis sehen. Also im Großen und Ganzen bin ich doch sehr zufrieden, auch wenn mein Crackle-Effekt sehr rund geworden ist. Da habe ich dann nochmal eine Tasse in dunkler gemacht. So als Z, das geht dann weg an Patrick und Jenny. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es wirklich gefallen hat. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen und natürlich über einen Kommentar. Passt auf euch auf und danke fürs Zuschauen. Eure Petra. Tschüss.